dieses Ölgemälde von 1883, ist eine große Rarität. Es ist nämlich von Professor Rudolf Wimmer. Es ist signiert und datiert eben 1883 und ist das einzige Porträt, was der Professor je von Ludwig II. Gemalt hat. Er studierte an der Münchner Kunstakademie seit 1868 und ist dann sehr schnell als Porträtmaler sehr berühmt geworden, hat dann vor allem den Kaiser Wilhelm II. Immer wieder gemalt. Es soll an die 100 Kaiserbilder von dem Professor geben. Und er malte auch den Prinzregenten, nämlich 37 Mal. Aber dieses Ölbild, das Ludwig II. Zeigt, ist das einzige, was von ihm geschaffen wurde. Er ist 1849 in Gotzdorf geboren und 1915 in München, 66-jährig, gestorben. Es ist ein wirklich fein ausgeführtes Ölgemälde, was den König im etwas höheren Alter zeigt.